So, willkommen zurück und wir machen die Love Line, eine Auftragsfahrt. Ja, und der Auftrag heißt der Palast der Liebe. Ja. Ja. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich diese Mission schon mal gefahren bin. Ich weiß nur nicht warum. Erstmal die Karte einschalten. Ja. Könnt ihr mir ja sagen. So. Ja. Also, ich habe mal nachgeguckt und für diese Mission, diese Auftragsfahrt meine ich natürlich, sollten wir ungefähr 475 Euro bekommen. Ja. Fehler. 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 Gut. Das kam jetzt irgendwie ein bisschen blöd. Was ich auch noch getan habe, ist, seitdem ich das letzte Video hochgeladen habe, der Spuckefeld, habe ich mal die Detailstufe etwas erhöht, denn das sah im letzten Video schon ein bisschen mau aus. Und ich habe die Auflösung aufgestockt. Ah, meine Hand tut weh vom Fahren wieder, wie beim letzten Video. Naja. Ja. Das Einzige, was hier fehlt bei dem Spiel, ist wirklich noch die Kantenglättung. Weil man sieht es vielleicht am Bus, dass da wirklich noch man so kleine, wie nennt man das? Treppen. Ich glaube, diese Treppenlösung ist irgendwie so, so heißt das, Treppenauflösung. Das heißt, es Stufe für Stufe wird eine Kante abgebildet. Ja. Neu. Oh, ja, wie super, wie sonst auch immer. Ein neues Stadtgebiet wird geladen. Also, bis so, willkommen zurück. Das Stadtgebiet ist jetzt auch wieder fertig geladen. Wie wir es ja wohl aus den ganzen anderen Videos schon kennen. Ja, weiter geht's. Wenn der Bus mal anfährt, ne? Ja. Ich wusste, dass das passiert. Ich wusste es. Und ich wusste es daher, weil ich einfach zu schnell gefahren bin. Zu schnell um die Kurve. Und was ich noch sehe, ist, dass die Zeit langsam knapp wird. Nämlich nur noch 4 Minuten. Und das sieht nicht gut aus. Ah. Oh, rote Ampel! Ich hätte auch später bremsen können. Oder ich hätte gar nicht bremsen müssen. Das ist immer so Zufall, einfach blöder Zufall. Ja, vor ein paar Tagen habe ich mir auch ein neues Sprichwort ausgedacht, so mal als Themawechsel. Hier fahre ich jetzt mal um die Kurve etwas langsamer. Und zwar lautet das Sprichwort: Das Leben will dir immer wieder in den Arsch treten, du musst nur fest genug zukneifen. Tja, ich finde es ganz lustig. Ja, und ist meine Eigenkreation, will ich mal bemerken. Ja. Also finde ich es doch schon sehr cool. Also, und linksrum. Oh, ja, seht ihr mal, also der Jean, der kann das. Nur hier nicht, oder? Ja, das kann ich nicht. Das ist Kacke gewesen. Was ich auch nicht verstehe ist, manchmal sagt das Spiel einem an Verkehrsunfall, schwerer Verkehrsunfall. Oder auch einfach nur Sachschaden. Und das finde ich irgendwie lollig. Ich meine, mal Sachschaden, mal Verkehrsunfall, können die sich mal entscheiden, die Ordnungshüter. Mal um es angemessen oder gut erklangen zu lassen. Und nicht zu sagen, Bullen. Geil. Okay, jetzt sage ich aber Bullen. Und linksrum. Das ist ja verdammt.
93 Grad. Ey, wir sind schon fast am Ziel, das heißt, wir haben wirklich gar keine Zeit verplempert. Und was ich gerade sehe, einfach Abkürzung nehmen. Ja, wieder Zweirad, der Jean, der kann das wirklich. Und einmal drehen. Ach, wir sind so weit. Komm jetzt. Komm. Palast der Liebe. Alter, bremst doch mal. Ach, reicht mir jetzt. Das Ding fährt immer noch rückwärts. What the fuck? Also, Gratulation, Sie haben den Bonus verdient. 95%. Wir haben bekommen 451,73. 75 Bonus. Die Einnahme aus Fahrkarten war 0. Ist auch logisch. Und die zufriedenen Fahrgäste waren 2. Verkehrsdelikte 2. Unfälle und Sachschaden 4,8%. Gut. Ich kehre zum Menü zurück und verabschiede mich wieder von euch. Und ja, wir haben 794 Euro. Das ist doch ordentlich. Tschüss.